gesagt, er muss nachladen. Du triffst jetzt gefälligst mal. Ja, wunderschön. Einsatzziele erreicht. Operation Warmer Vortrupp. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wunderschön. Dieser Sektopode da zum Schluss, der hat es aber echt in sich, muss ich sagen. Der hat dem Goliath ja ganz gut zugesetzt. Aber dafür ist er da. Das maschinelle Kanonenfutter. Da sind wir auch schon wieder in der Basis. Sehr schön, ein paar Beförderungen haben wir. Was kannst du denn jetzt? Gefechtsscanner. Aha. Sichtquelle schafft, sobald man ihn wirft. Okay. Was nehmen wir denn? Verkrüppelnder Schuss? Nehmen wir das mal. So, was haben wir noch? Haben wir den Corporal, Sprinter, Feuerschutz. Nehmen wir mal Feuerschutz. So, was kannst du? Holozielen. Kugelhagel. Tja. Was machen wir? Kugelhagel oder Holozielen? Ich würde sagen Kugelhagel. Feuern und danach noch entflüchten. Das ist keine schlechte Idee. So, Sturm und Schuss. Da haben wir einen neuen Nahkampfspezialisten quasi. So, Chrysaliden, Alienlegierung, Waffenfragmente, Drohnenwrack, Sektopoden, die ganzen Müll. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Das ist schön. In einem Tag ist auch der Satellit über Brasilien in Betrieb, das ist auch sehr schön. Ja, das hat auch richtig was, muss ich sagen. 6 von 7 im Orbit. Das heißt, wir können eigentlich noch einen Satelliten bauen. Wie teuer waren die Dinger denn? Oder hatten wir sogar noch welche? Ne, Satellit ist noch in einer in Arbeit. Ich würde ganz gerne auch noch ein paar mehr haben. Demnächst soll heißen, Satellit kostet mich 56. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Sache. Legierungsschiff, den haben wir gebaut gehabt. Ich würde sagen, wir bauen noch einen Satelliten mehr. 16 und 20 Tage sind die denn in Arbeit. Ein Schiff kommt noch dazu. Das sieht alles recht gut aus. Technikabteilung, Einrichtung bauen. Wie lange braucht das? Der braucht noch 2 Tage. Hier werde ich noch ein SAT-Kontrollzentrum hinsetzen. Oder so ein Satelliten-Link-Dingenskirchen. Das wäre ja wahrscheinlich auch nicht die schlechteste aller Ideen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder scannen nach Aktivitäten. Oder halt, haben wir noch... Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja, das ist schön. Das interessiert aber gerade keine Sau. So. Satellitenabdeckung nun verfügbar. Gut. Aufzug ist fertig. Neues Bauprojekt. Einrichtung bauen. Dann können wir jetzt hier unten nämlich... Halt. Den müssten wir dann ausheben hier nämlich. Und wir scannen weiter. Entführungen! Schauplätze anzeigen! Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Holograph ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Afrika, Argentinien.
Ja, was machen wir? Vier Ingenieure oder 200? Ich würde fast sagen, wir nehmen die 200. Oder nehmen wir die vier Ingenieure? Ha, beides dringend. Die, auf die können wir erstmal verzichten. Ich würde fast sagen, da wir Geld brauchen für neue Ausrüstung, zum Beispiel neue Bewaffnung für die Jäger, neue Jäger überhaupt mal, nehmen wir das mal. Golia 2. So. Sturmsoldat. Bewaffnung. Nee, Schalenrüstung behältst du bitte. Dann nimmst du das leichte Plasmagewehr. Das sieht alles recht gut aus. Das gefällt mir alles. Medkit, Medkit, Scope, Medkit, Medkit, Medkit. Alles wunderbar. Dann würde ich sagen, Einsatz starten. Mal sehen, was uns jetzt so erwarten wird. Ja, ja, so. Transporter ist eingetroffen. Dann beginnen wir den Angriff. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Ja. Sichten und vernichten wieder mal. Einsatz starten. Da sind unsere Leute. Schade, dass der Schiff hier nicht mit ausrückt. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Okay. Mit dem Schiff werden wir mal wieder vorrücken. Und gleich auf Feldposten gehen. Da ist unser Super Sniper. Der wird auch gleich mal Feldposten spielen. Wo er da schon steht. So. Dich werden wir mal nach hier setzen. Auf Feldposten. Schwerer Plasmawerfer. Dich lassen wir erstmal weiter hinten, aber dich werden wir vorrücken lassen nach hier. Und Feldposten. Du kommst jetzt nach hier, denke ich mal. Dann haben wir das Ganze so ein bisschen abgedeckt. Und den Plasma-Matzen, den lassen wir hier noch auf Feldposten. Ich habe momentan keine Deckung frei, wo ich ihn gerne hinhaben würde. Der Feind rollt an. Das ist schön. Lass rollen. Ziel steht noch. Sag bloß. Geh du mal nach dort. Außerirdische in Sicht. Greife an. Ach, du Scheiße. Das ist ja die richtige Musik, die jetzt im Hintergrund dafür. Deck die Flanken. Sie umgehen mich. Ja. Das dürfte interessant werden. 7 Schaden. Nee, nicht den, sondern bitte... Ja, dann müssen wir doch den machen. Okay, der ja, liegt. Also. Geh du mal mit nach hier. Spielst du Feldposten. Du spielst sowieso Feldposten. Du bleibst hier als Feldposten. Naja, den müssen wir jetzt hier erstmal irgendwo an der verpoolen, denke ich mal. Oder? Ja, ich würde sagen... 8, 38, 8,
18, 8, 8. Nehmen wir den. Das wird zwar nichts werden, aber... Oh, doch getroffen. Sieh an. Da war die Deckung für ihn weg. Jetzt kann unser Sniper loslegen. Sehr schön. Natürlich daneben geholzt. Ich hoffe doch. Noch zweimal daneben geholzt. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, klar. Immer auf den Sniper. Ihr Penner, ihr. So, darf ich jetzt auch mal wieder oder was passiert hier? Hallo? Oh, der hat eine schwere Plasmawumme. Ne, der schmeißt eine Granate. Oh, fuck! So, nun komm mal hin jetzt hier. Ich hab nicht ewig Zeit. Zwei Tote in einer Runde. Naja, ein Toter, ein Schwerverletzter. Das ist aber auch, die haben uns aber auch in die Zange genommen hier. Da gibt es nicht mal richtige Deckung hinter, die man gehen könnte. Mach bloß einen Präzisionsschuss und wehe, du triffst nicht, du Affe. Oh, kritisch hätte er werden müssen. Wie daneben? Ihr seid ja wohl halbwahnsinnig, oder was? Sieh zu, dass du dem da eine verbrätst. Da hat er nicht mal eine Feuerlinie zu irgendwas? Sie treten den Rückzug an. Das will ich aber auch hoffen. Ja, von wegen Rückzug, der kommt näher, die dumme Sau. Aber der hat gesessen. Deck meine Flanke. Den hat er schon mal daneben geholzt, sehr schön. Oh, Cyberdiscs. Ja, klar. Sei nicht in Panik, tu was dagegen, du Affe. Wen müssen wir dann außer Gefecht setzen? Ich glaube, wir werden hier jetzt gleich tierisch auf die Fresse kriegen. Das tun wir ja eigentlich auch sogar schon. Sehr schön. Ihn müssen wir erstmal verbraten. Warum denn daneben, Alter? Der steht fast neben dir! Was ist das eigentlich für eine Scheißberechnung hier? Das ist ja schon nicht mehr wahr. Mach mal hier Feldposten hier hinten.